Warum sollte man ein Klavier regelmäßig stimmen? Das Instrument unterliegt Witterungseinflüssen durch schwankende Luftfeuchtigkeit. Hölzer arbeiten, wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert. Der Resonanzboden ist ebenfalls aus Holz und arbeitet deswegen genauso. Der Resonanzboden steht durch seine Wölbung unter einer Eigenspannung. Sinkt jetzt die Luftfeuchtigkeit, sinkt die Wölbung und damit die Tonhöhe. Steigt die Luftfeuchtigkeit, steigt auch wieder die Wölbung und damit auch wieder die Tonhöhe. Durch eine Stimmung werden die Tonhöhenunterschiede wieder ausgeglichen. Lässt man sein Instrument regelmäßig stimmen, hat man von der einzelnen Stimmung mehr, da diese besser halten kann. Liegen zwischen den Stimmungen längere Zeitintervalle, besteht die Gefahr, dass man mehr Aufwand durch eventuelle Vorstimmungen hat. Wie stimmt man eigentlich? Zunächst wird ein Grundton gelegt, der Kammerton A. Der wird auf die entsprechende Wunschtonhöhe gebracht. Ausgehend von diesem Kammerton wird nun eine Oktave gestimmt, in der man jeden Ton einzeln stimmt mit Quinten und Quarten. Diese Oktave dient als Basis zum Aufbau für die Stimmung für das gesamte Instrument. Um einen Ton zu stimmen, setzt man einen Stimmhammer an dem Stimmwirbel an und dreht diesen, um die Saitenzugkraft an der Saite zu verändern. Durch ein Klimagerät, das den Luftfeuchtigkeitshaushalt im Instrument regelt, wird nicht nur die Lebensdauer einer Stimmung verlängert, sondern es wird auch verhindert, dass durch Witterungseinflüsse Schäden im Instrument entstehen können. Ein solches Klimagerät bewirkt, dass die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Instrument sich nicht in die gefährlichen Bereiche bewegt, sondern im Normalbereich bleibt. Der Einbau erfolgt ganz einfach in Ihrem Instrument oder bei einem Flügel unter Ihrem Instrument und sorgt dafür, dass die Stimmung eine längere Lebensdauer erhält und Schäden an Ihrem Instrument verhindert werden. Eine Stimmung sowie die Wartung Ihres Instrumentes sollte selbstverständlich vom Fachmann durchgeführt werden und mindestens einmal jährlich erfolgen.